AFNL Sportmedia, Sport on off, vieles mehr. Ein schönen guten Morgen aus dem Circuit von Solda, wo wir heute über die zwei Lastmanschen vom Euronascar berichten. Wir konzentrieren uns auf Euronascar 2, wo 23 Partizipanten am Start sind, dont ein Letzbäuer, nämlich der Gilles Linster. 9. vom ersten freien Training, du 19. am zweiten freien Training, der Gilles Linster ist nicht zu 100% zufrieden mit dem Setup vom Auto. Allerdings starten wir für die Qualifikationssession. Das hat mal ein bisschen Probleme. Wir haben das hoffentlich alles an der Reich. Ich glaube, ein Auto drehen, für Qualify Maximum rauszuholen. Und ich hoffe natürlich, dass ein Auto hält. Ganz kleines Circuit, extrem technisch, natürlich mit den großen Autos sind Schikanen noch nicht wirklich schwierig. Der Grip muss halt top sein, dann gibt es fest in der Dauerstoff an der Lok. Und dann, voilà, wenn der Belager Lok eigentlich warm zu gehen, wird man halt top Grip holen. Pole Position konnte den Fahrer mit der Nummer 1 Zirsis für sich behaupten mit einer Zeit von 1 Minute 37 Punkten. Mit einem Zehntel devanciert ihn den Taler mit der Nummer 90. Dritte Position war dann für den Dubek mit der Nummer 7. Für den Gilles Linster ist es leider nicht so gut gegangen und er konnte keinen besseren Platz kriegen wie die 7 Zehntel. Ja, das war wirklich schrecklich. Wir haben gestern ein Problem im Auto gehabt. Das ist schon besser. Aber in einem Qualifying probieren Probleme zu lesen in einem Auto aus. Ganz, ganz schwer. Der Gräser ist raus. Du hast zu gucken, ich muss meine Bremsen alles neu erstellen. Qualifying ist normalerweise eine Runde raus, eine schnelle Runde an der anderen Rand. Normalerweise ist es nicht viel lang. Ob der Piste bleiben am Qualifying, wenn man mit den selben Pneuen im Qualifying auf Kurzwette fahren. Und ja, muss ich mich mit dem 17. Platz zufrieden. Bis ich zu mir gehe. Entweder ich kann mich ein bisschen zurückhängen und probiere eine gute Zeit zu fahren für mich. Oder ich gucke halt direkt meinen Platz, um viel gut zu machen. Bei den Gegnern direkt zu weisen, dass ich da bin, dass ich mal meinen Respekt erschaffe. Und dann hoffe ich auch, wenn ich mir den Mist von mir weit haben möchte, weil ich keine gute Runde hinkriege, dass ich manchmal, wenn ich in den Spiegel gucke, wissen, okay, du könntest ihn und das guckst dann ohne Respekt. Also hau das wirklich Vollgas noch vier. Und ich weiß, wie viele Schikanen, ein Auto passt da durch und das werden das Jahr ganz oft im Ofen sein. Und das Kurs ist eben ein bisschen mir rabiat geführt. Ich muss wirklich gucken, ob jetzt Ziel aus Top 10. Also an der ganzen Serie heißt es die schwerste. Das ist super eng. Aber wenn du da auch fünf bis ein bisschen drüber hast, kannst du den Gegner auch wirklich ein bisschen mal rausdrücken, dass der Platz muss los ist. Das ist also noch ein bisschen um Auto Nummer 77 zu schaffen für den Team DF1 Racing. Natürlich haben wir sie dabei gefilmt. Die Höhe gesehen, die 17. Position als nicht das gewünschte Ergebnis für die Lützebäuer. Wir gucken mal, was am Rennen geschieht. Platz dann in der ersten Kurs, wo der Gilles Linster direkt einen ganz guten Depart erwischt. Als 17. gestartet, möchten alle rund paar Plätze gut und klimmt bis auf die 7. Position. Leider dann geht sein Kurs dann auf ihn an. Sein Gaspedal bleibt auf Vollgas blockiert. Hier kriegt sich aus Sicherheit gestellt, mehr kann nicht weiterfahren. Das war ein batteren echten Tag für den Lützebäuer. Es hat gut gefallen, so wie ich gesagt habe. Ich gehe von Anfang an attackieren, das hat zum Glück geklappt. Vorher waren viele Dueller, das heißt, die sind mir nicht so weit fortgefahren. Und ja, dann noch Platz 7, ich war gegangen zu gucken, mal die 6. Position 4 zu bereden. Und ja, dann noch der erste Kehr aus dem Gas mal hängen geblieben. Und dann ja, war ich auch nicht mehr ein Passagier. Zum Glück haben sie hier ziemlich Dave Keys. Das heißt, dass ich mich da erst dran abhängen konnte und ziemlich lange durchrutschen, bis ich mal 500 Gaspedal komme, sie für ihrem zurückzuziehen.
Und ja, ich bin den Gang direkt rausgekommen, dass ich so sehr nach. Dann auf der, voll auf der Bremse mit dem Gas. Ich weiß nicht, Passagier. Ich weiß nicht genau, wer die Weh hängt. Ich habe nur am Auto direkt geguckt, ob ich wie visuell schon gesehen habe, ob der Gas irgendwo kann hängen bleiben. Aber nein. Natürlich, das ist halt immer flott, wenn ich weiß, kann ich noch vier. Und wenn ich nicht mehr, dass ich überhole, aber ich will auch nicht, dass ich nicht komplett aggressiv am Gang bin mit Fuhren. Weil ich mal verglückt und die letzte fünf Runde kann ich im Platz 5 oder Platz 6 noch kämpfen. Und ja, da finde ich schon bald mehr Gründe zu halten. Aber auf die, ja, auf die sind wir fertig. Ich habe gesagt, ich gehe auf riskieren. Wenn ich denke, ich gehe, werde ich gehen. Aber ich will eben, dass ich näher ins Gift zurückziehe, für meine Positionen zu kämpfen. Und ja, zum Glück sind ich überall gut durchgekommen, eben bis da, wo ich hängen bleibe. Aber ich hoffe, sie sind sich noch verhalten, dass ich auch erst noch aufgehört, wo vielleicht kann sind. Aber ja, dass mir nicht Schmähigkeit, wenn ich mir weit handeln soll, fortfahren. Ich weiß nicht genau, wo ich fortfahren. Ja, du hast zu gucken, eben muss dann der Zeit, was zu machen, am besten dann noch kommen und ein gutes Resultat. Die Kurs gut gewonnen vom Taylor mit der Nummer 90, zweiten werden Dubek mit der Nummer 7 und auf der dritten Position war mit der Nummer 50 den Dauenhauer. Da geht dann die erste Marsch vom Weekend aus mit einem unglücklichen Fazit aus Lützeburger Sicht. Mehr Mühe als in anderen Tag, und ich bin mir sicher, dass die Gelinster da doch gesagt. Es an den Mühe geht es dann direkt um Circuit weiter, mit Warm-up. Gucken wir dann mal, wie Linster wie es gegangen ist. Ja, also der Gasball muss nicht mehr hängen können, das war das Wichtigste, das Reißen vorne. Da sind lange Schritte am Auto, wo sie gut verdammt, noch zu behirven. Nee, ja, da habe ich das gemacht. Wie gesagt, das Wichtigste war, dass der Gas nicht mehr hängen bleiben, das würde funktionieren, das war das Ziel. Gut, wenn ich so ein Auto habe, ich scheine nicht vom Setup mal nicht viel geändert, um ein bisschen schnell zu kriegen, aber wir holen das los wieder. Es bleibt für den Auto nicht mehr nach etwas zu fahren, und zwar den zweiten Kurs. Dafür geht es hier den letzten technischen Check-up, und dann geht es direkt weiter mit der zweiten Kurs vom Weekend. Nach dem Warm-up kommen wir dann los zu der zweiten Kurs mit hoffentlich ein anderes Resultat wie bei der ersten. Drehen wir uns los dann in Richtung von der zweiten Kurs. Das Kehr erwischte Gelinster leider keinen guten Start und muss an Gras rüberziehen. Er verliert somit eine Reihe Positionen. Par contre, wenn es eine Reihe Crashs an der ersten Runde könnte der Safety Car raus und ihr kriegt seinen 16. Platz zurück. Der Safety Car war also eine gute Sache, par contre, geht ganz schnell zum Verhängnis, weil der bleibt ganz, ganz lang da draußen. 5 Runden am Ganzen. Das heißt, von den 14 Runden bleiben dann nur noch 10 zu fahren. Was Chance von einem Comeback ganz stark reduziert. Nur Restart möchte Lützebäuer aber um ein paar Plätze gut. Er kommt relativ frei am Kampf für den Top 10. Leider kommt dann zu einem Kontakt mit einem Koequipier und der Gelinster kann dann nichts Besseres machen wie eine 11. Position. Der Weekend war so frustrierend bis zum Schluss. Gewonnen gibt Kurs vom Pilot mit der Nummer 7 Dubek, vierum Pilot mit der Nummer 1 Zirsis, am dritten war der Pilot mit der Nummer 69 den De Groot. Ich probiere direkt Pause meinen Platz vorne. Ich wusste, dass der dritte Kehr Pause Probleme wäre durch Jules. Dafür wollte ich mich durch positionieren, um die Links gewonnen zu sein. Ja, du nur bemal nicht gesehen, ganz falsch, hat nur jetzt gezogen, ich war zu weit draußen und ich habe müssen durch die Wiese und alles fahren. Dann sind ich als Letzten eben, ja, vier gekommen. Ja, das war ein ganz chaotischer Kurs, immer wenn ich meinen Platz von tun. Sind ich erst von der Piste gedreht gehen oder sie rausgekommen. Und heute war wirklich schlecht zu machen und plus sind ich von einem Teamkollege rausgeschossen gehen, dem die Steuerung vier Runden gebrochen hat, weil du weißt, für die 10. Platz am Plan. Heute sollte einfach nicht alles im Weekend sein, der ganze Weekend hat
nicht optimal angefangen. Normalerweise, wenn ich ganz schlecht aufhänge, halte ich gut ab. Das kann man eigentlich gar nicht. Nicht gut angefangen und nicht gut abgehalten. Weil ich das Maximum rausgeholt habe. Ich hoffe auch nächstes Jahr, dass ich ein bisschen besseres Material der fahre. Und ja, das wird mir viel helfen. Das ist alle rund Hälften. Aber im Großen und Ganzen war es wirklich chaotisch. Ja, nur im Heim, ein bisschen vorbereiten nach. Gucken, ein bisschen Simulatorrollen zu machen und dann beginnen die Leute nicht testen. Das ist ein riesiger Nachteil, dass man nicht testen gehen. Und dann ja, kommen auf die nächste Piste und dann gucken, ich stehe eben ein Auto neu anzustellen, dass es passt. Also, nächstes Jahr, aber ich, egal welche Top 5, ich meine, ich bin zwei Jahre für Top 10 gefahren. Ich soll heute den oder anderen Resultat in einem Top 10 mit dem Auto machen. Nächstes Jahr muss mein Ziel Top 5 sein, aber nicht sogar noch mehr weit nach 4. Wie du ausgehst am Programm, als nächstes Jahr mal Hockenheimer dabei. Und eben Solder, der das ein gutes Stück Minute von Lützburg hat, immer froh, dass wir an die Leute über den Lunch kommen. Mit einem DNF an einem 11. Position geht dann unser Reportage über die Euronasca zu Solder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Jahr.